Welche Strecke ist es diesmal? Ja, ich denke, das Bild ist eben noch gut. Aber immer noch 2 Sekunden Verschiebung. Alles gut so. Monaco ist es diesmal, sogar vorwärts. Sehr schön. Yeah. Gerade die Kurven ein bisschen falsch erwischt. Ach ja. Ich denke beim China Grand Prix. Gibt ja wieder die Reifenmischungen super soft, soft, verdammt. Nein, natürlich nicht verdammt, sondern medium. Habe ich ganz gut gemacht. Aber ich habe ihn noch irgendwie überholt. Super soft, soft, medium. Die Strecke ist, glaube ich, relativ hart zu den Vorderreifen. Gerade wegen diesen Schneckenkurven und vor allem langgezogenen Kurven. Und naja, ich weiß nicht, ob das den Ferraris in die Hände spielt. Vielleicht eher sogar nicht, sondern eher den Mercedes. Weil die haben eher ein Problem mit der Hinterreifen als den Vorderreifen. Habe ich gehört. Okay, den Blitz Supra kann ich auch freischalten, so wie das aussieht. Auf jeden Fall, ich freue mich auf China. Auf was ich mich ein bisschen weniger freue, ist Russland. Weil letztes Mal sind sie ja da auch nur mit super weich und weich gefahren. Ich denke eigentlich die bessere Lösung wäre gewesen Ultrasoft, Super Soft, Soft. Weil zwar ist die Strecke anspruchsvoll in Russland, in Sochi. Jedoch ist der Asphalt ja so glatt, dass eigentlich nicht viel passiert. Weil der Asphalt ja so glatt ist, gibt es kaum Reifenabrieb, es gibt auch kaum Verschleiß. Da wäre es vielleicht einfacher gewesen, mit den Ultrasofts, Supersofts und Softs zu fahren. Ich denke ja, letztes Jahr sind sie, glaube ich, auch mit der Super Soft und Soft gefahren. Das gab dann von einem Einstopprennen bis zu 2-Stopprennen gab es eigentlich jede Möglichkeit. Auch dieses Mal wird es wahrscheinlich auf ein 1- oder 2-Stopprennen rauslaufen. Wie gesagt, wenn man sogar mit einer Super Soft Soft Strategie ein Einstopprennen durchziehen kann, dann wäre es eigentlich schon besser gewesen, würde man Ultra Soft nehmen. Ja, keine Ahnung, die ersten Ultrasoft-Reifen werden wahrscheinlich erst in Monaco aufkommen. Da ist es wahrscheinlich bitter nötig. Da muss man viel Grip haben und auch viel Speed. Und da der Kurs ja so langsam ist, verschleißt der Reifen auch nicht wirklich. Okay, den Blitz Supra freigeschaltet. Damit ist Blitz auch fertig. Was kommt als nächstes? B-Speed. Und dann noch Rotary Run Racing. Ah, da kann ich auch noch gleich einen freischalten. Meinesgleichen, Fair Lady Z.
Selfless Paradise A2. Okay. Bislang hatte ich ja noch keinen Wagen, bei dem ich kein Duell antreten konnte. Außer den Duellwagen natürlich. Aber die zähle ich jetzt nicht. So, das war eine recht gute Runde, würde ich sagen. Natürlich wird es keine Bestzeit, denn ich bin im Kurs ja auch schon, glaube ich, bei der Gruppe A-Meisterschaft gefahren. Da hatte ich 2 Runden zur Verfügung. Auf jeden Fall lief es gut. Und Exit. Und im zweiten D-Speed für Lady Z freigeschaltet, der Type 2. Und damit ist auch D-Speed jetzt abgeschlossen. Und jetzt fehlt nur noch Rotary Run Racing. Danach kann ich den nächsten Wagen auswählen. Wird wahrscheinlich der RX-7 sein. Weil viel mehr Duelle kann ich jetzt auch nicht mehr fahren. Außerdem vielleicht mit dem RX-7. Ah, Monaco Variante A. Und wie ich sage, Formel E Variante. War gut. Da habe ich gleich mal einen riesigen Vorsprung gemacht. 4 Sekunden. Der Wagen hat ein Glasdach, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, die 58,4 knacke ich nicht, aber dafür die 1 Minute 02, die knacke ich. Okay, damit wäre auch mit dem Fairlady Z alles geschafft. So, jetzt zähle ich nochmal. 1 Wagen, 2 Wagen, 3 Wagen, 4 Wagen, 5 Wagen. Und was ist es nochmal? Mazda RX-7 bei Abflug ist ein Mazda RX-7 bei Apexi ein Mazda RX-7 bei Impul ein Chevrolet Camaro SS und dann nochmal ein Mazda RX-7. Nun gut, dann fehlen also wirklich nur noch 5 Rennen. Beruhigt mich ein bisschen. Ja, und da habe ich alles gekauft, bei Subaru habe ich alles gekauft, bei Mazda noch nicht. Weil da fehlt der RX-7 noch. Und auch der RX-7 hat relativ gute Werte, sehr ausgeglichen. Das heißt, ich kann ihn eigentlich recht gut überall fahren. 73 Wagen sind es jetzt übrigens. Am Ende werden es dann 79 sein, denke ich.
Okay, Duel. Bei TRT. Kann ich gleich mal den TRT 3000 GT oder den TRT Supra, wie man es auch nennen möchte, freischalten. Scheint, als ob es ein Sechsteiler wird. Gut, dann ist es eben so. Shibuya Long 2. Die Frage ist, warum werden es nur 10 Wagen sein am Ende? Dachte ich. Ach ja, richtig. Ich müsste dann bei 79 sein und 87. Nein, passt. Sorry. Dachte ich, hätte 2 zu wenig. Aber jetzt habe ich ja 73 Wagen. Und 87 gibt es insgesamt. Ein Gruppe S-Wagen habe ich ja schon, das ist die Corvette. Dann kommt noch ein weiterer Gruppe S-Wagen dazu mit dem Camaro. Und der Rest muss ich einfach nur noch kaufen. Der gibt nicht nach. Aber damit sollte es eigentlich gegessen sein, sollte ich in der letzten Kurve nicht gerade einen kapitalen Fehler begehen. Gut, also, Rennen Nummer 1 geschafft. Und damit den CRT 3000 GT freigeschaltet. Da kann noch so lange Supra stehen, für mich ist es ein CRT 3000 GT. So, CRT ist abgeschlossen. Als nächstes, Abflug. Wieder gegen einen Supra. Ach, das Licht geht langsam aus, also die Sonne geht unter und bei mir ist im Zimmer doch schon langsam dunkel. Ach ja, es ist übrigens nochmal Shibuya und ich denke, es ist die Variante B. Sauber durch die Kurve geheizt. Mal schauen, was es auf der Geraden hin bekommt. Und so schnell auf der Geraden ist er nicht. Jetzt habe ich mit einigen anderen deutlich mehr hinbekommen. RX7 finde ich sehr elegant. Das ist ein relativ leichtes Fahrzeug. Ich glaube, es sind 1300 Kilo herum. Als Gegenüber den anderen 360
280 PS Wagen von den japanischen Herstellern eher zur unteren Klasse gehört. Ich glaube nur der NSX kommt noch so leicht daher. Der Rest ist alles deutlich darüber. Zum Teil was beim RX-7 besonders ist, der fährt mit einem Wankelmotor. Turbo aufgeladen und ich denke, wenn man das so zusammenrechnet, hat der irgendwie 1,5 Liter Hubraum. Soweit ich das mal gelesen habe, ist der Vorteil von Wankelmotoren, dass sie sehr robust sind. Sie gehen nicht so schnell kaputt. Aber ich habe auch mal gehört, sie brauchen relativ viel Sprit.